Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil. Wir befinden uns auf dem Weg Ethan, Winters ist tot und wir spielen weiter als Chris. Redfield, so, wir machen uns auf den Weg mit unserem coolen Team und wollen... Oh, ein bisschen Waffen haben wir hier. Und wollen Miranda den Chaos machen. Das versuchen wir jetzt mal. Sieht aus, als wir richtig viel Munition und alles haben, aber wer weiß, wie viele Gegner sich uns in den Weg stellen. Von daher, passen wir mal auf. Da oben ist Miranda, also beziehungsweise ihre pflanzenartigen Pilze. Hey, Alter, sieh mal. BSAA, die kennen echt nichts. Oh. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen-Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Einsammeln kann ich hier nicht verdienen? Nö. Okay, immer so. Mit diesen Waffen hier ziemlich schnell erledigt. Ist die Route sicher? Rücke aus. Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Waffen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Alles mitnehmen, was hier drin ist. Was ist hier längs? Warte mal, hier ist drin. Aber man kann einfach nichts aufmachen, schade. Ist einfach ein einfacher Shooter geworden, ist natürlich auch ein bisschen langweilig. Was ist das für ein Ding? Das ist alles, was man sieht. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Können wir noch durchgehen? Poppt ein bisschen auf hier, der Kram. Ich glaube auch noch nicht, dass das Spiel optimal ausgeht auf die neuen Konsolen. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf. Also diese Waffen sind einfach mal mega gut, die wir haben. Jetzt müssen wir schon aufpassen hier. Da drüben kann man irgendwie hin, also ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, aber da drüben sehe ich schon wieder so ein grünes Teil, wo wir wahrscheinlich irgendwie eine Munition bekommen. Müssen wir wahrscheinlich hier links mal gehen. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier, Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Nimm alles mit, was wir haben. Egal was, es muss einfach viel Munition... Oh, Alter, kurz mal an, wie viel einkommen. Das sieht natürlich jetzt geil aus. Wahrscheinlich verlieren wir alle Waffen, wenn wir im Endboss sind. Dann heißt es aber immer so, leider können wir dir nicht alles geben, was du haben willst. Okay, da kommen wir nicht so leicht durch. Geil, mit dem grünen Licht. Cool ist er denn? Hier durch? Ja. Ich bin schon ein schweigender Lämmer hier. Ambeis, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis 10 Position.
Ich dachte, sie wollte irgendwo Munition hinterlassen, eher im Haus. Ich dachte, dass es genau das Haus war. Das war es aber nicht. Kann ich hoch? Ich komme auch nicht längs. Von einer Mutamycel-Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Oh. Hab ihn nicht. Oh, den habe ich gar nicht gesehen da oben. So ein Spinner. Waren jetzt alle hier? Ich hab dich im Blick, Boss. Kannst weiter. Alter, hier haben wir einen guten Schulterballer jetzt hier. Mann! So viel zum Thema Headshots. Wie schlecht habe ich ihn gerade wieder geschossen? Oh nein! Kein Zugriff, okay. Also dann können wir wahrscheinlich... Das ist geil, man denkt eigentlich gerade eben, man hat mega viel Munition. Wenn meine Mutter das sehe, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Verarschen. Ich bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Yeah, mitten rein. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Ach komm schon, ist mir ernst. Die BSW greift die Biowaffen an. Du hattest recht, die haben es auch auf den Megamyzeten abgesehen. Funktioniert der Lasermarkierer? Wie viele denn noch? Geht's allen gut? Sie kommen aus dem Pilz. Es wird einfach kein Ende. Langsam zählen sich. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Muss nachladen. Sie kommen. Ah, nein! Voll
Halt auf Schutz! Verdammt, die Dinger werden schon. Das gleiche kommt über dich sagen. Die Zahl der Biowaffen steigt. Oh, ich bin gleich weg. Halt einfach mit dem Laser drauf. Den Rest erledige ich. Fünf weitere aus den Bergen. Ostseite. Okay, ich kümmere mich drum. Dauert nur, um das Ziel zu erfassen. Halte den Laser möglichst lange drauf. Versuch's. Nein! Oh, komm schon. Okay. Oh, komm schon. Noch kein Ziel? Der Laser ist doch nicht kaputt, oder? Oh, das ist mir ernst. Das ist schon. Ich hab doch meine Glocke geblockt. Warte, ich markiere einen Punkt mit dem Lasermarkierer. Wie gestanden. Okay, da unten muss der Megamedizin sein. Oh, Gottchen, ey. Das ist schon anstrengend gerade gewesen. Machen wir da hin. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und... Es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay, den Ton haben wir auch wieder bekommen, ein bisschen mehr. Man sieht, haben wir richtig wieder. Es wird also ein langer Kampf werden, behaupte ich mal. Da müssen wir mal durch. So, jetzt nachladen hier. Dann. Kann ich das noch. Na, geht nicht, okay. Irgendwas röchelt doch hier. Mist. Ich mag gar nicht runtergehen, muss ich gehen, weil ich muss doch nicht runter, ne? Okay, da kommt das zweite Mal. Was? Den Megamyzeten, was? In der Decke. Benutzt die! Okay, auf dem Weg. Halt durch. Bin gleich bei dir. Ach, Mann. Oh, komm schon. Gefällt mir das. Los, nachladen. Warte kurz. Oh.
Was für ein Viech? Das ist natürlich dumm. Okay, es war auch dumm, da ich auszuweichen. Komm schon. Wow. Ich gehe weiter. Der Rest ist von euch. Bleibt oben. Der war schon nicht ohne, aber ja, sind ein bisschen wie der andere eigentlich, ne? Weiter. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Mutterleaks ist auch ein geiles Wort. Da ist er. Der Megamizet. Sieht echt eklig aus. Was können wir da tun? Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamizet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Naja, so einfach wird's wohl nicht sein. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Oh, keiner will ihn aufhalten. Ich gehe rein. Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja, genau. Ich gehe jetzt gerade noch den letzten Kampf ran. Du machst mir noch ein schlechtes Gewissen. Also, was bist du denn für ein geiler Kumpel, ey? Den schmeiß ich aus dem Alpha-Team raus. Das muss Mirandas Labor sein. Mhm. Auch so ein kleiner Kadu. Damit konnte sie also die Biowaffen. Besitzt elektronische Organe wie einst. Die Organe sind an das Nervensystem Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig. Okay. Aktivieren Sie also die Biowaffen. Äußerst hohe Regenerationsrate. Heilt äußere Wunden in Sekunden. Ja, okay, die hatten wir ja auch schon, die Tante. All seine ganzen Leute. Probiere. Salvatore Moreau, aufgrund seiner Ehre-Logenzelle verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Na, egal. Nicht schlecht. Oh, die ist auch mal hübsch. Aha. Oh, da wurde sie wahrscheinlich ein bisschen kontrollettiert. Ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs im Dorf im Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur meine Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch so bewusst, dass sich ihre Überzeugung von allem unterschied. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie lebewohl gesagt zu haben. Ich habe einen Schlüssel zur Evolution gefunden. Proginator, ein in Afrika heimisches Virus. Ja, okay. Orwell E. Spencer, okay. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Hm. Ja, glaub's wohl.
Ah, hier gibt's noch mehr. Ist jetzt 100, ich meine, liebe Eva, es ist 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mit mir wegnahm. Ich war so hilflos damals, aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyzeten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie deinen Kelch der Giganten, dem Regner der Megamyzeten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist, den Megamyzeten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich in voll solcher Trauer. Okay, ich berührte und mein Geist wurde über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzet spaltete das Bewusstsein der Verstorbenen auf und observiert es. Okay. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyzeten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Ich gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Likans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Evelyn, ist so. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Okay, jetzt freuen wir uns wieder, dich wiederzusehen. Mhm. Mhm. Was es nicht alles so gibt. Oh, ist das... Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Oh. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben... ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia... Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Oh, oh. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Tot. Er ist tot. Nein! Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Haben wir schon in der Hand gesehen, die er sich einfach mal wieder ransetzt. Chris Redfield. Alter, ich bin der Einzige, der ein Zombie ist. Ich habe den T-Virus in mir. Der Ethan an. Was ist passiert? Ist da jemand? Gehen wir nach links. Kalt. Das ist echt kalt. Sieht aus wie Arktis hier. Hallo? Wie komme ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Uncool. Du bist so dumm. Hallo, bitteschön. Evelyn,
Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Tja, ich war die ganze Zeit ein Zombie. Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Zu Recht. Dann wer hand das, ne? Erinnere dich. Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mia? Ich... Ups. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Wie bitte? Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss meine Tochter retten. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde Rose retten. Dann macht es auch Sinn, dass er seine Hand ranschrauben kann wieder und die ranbatscht. I'll save you no matter what. Oh Gott, ich bin bei einer Zigeunerfamilie untergekommen. Na, genug geschlafen? Ach, der Duke. Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke. Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Cool. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan,
Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Dann soll ich wieder sein. Was? Lass mitnehmen, was hier ist. Ein bisschen rumgehen hier, vielleicht finden wir noch mehr. Laufen kann ich anscheinend nicht. Das sind die bisschen öde. Was denn da drauf? Okay, lass mal gucken, ob wir mit Duke noch was kaufen können. Vielleicht will er uns ja noch irgendwas geben. Kann ich die Kiste noch aufmachen hier? Nee. Also, der dicke Mann. Sperren können wir auf jeden Fall auch. Wir fragen erstmal, bringen ihn erstmal hin. So, haben wir noch irgendwas verkaufen können? Da kriegst du das komplexe Herz. Riesendingsbums. Heisenberg. Oh, das reicht doch, ne? Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Okay, also wir können auf jeden Fall ordentlich Wumms hinterlassen. Mit Vergnügen. Das müssen wir leider machen. Da können wir nichts mehr machen. Warte mal, machen wir mal kurz hier eine Höhe. 40.000? Und wie viel haben wir von... Naja, das macht nicht so viel Sinn, oder? Mal kurz gucken, was er hier bei den Waren noch hat. Hast du denn auch alles, was du brauchst? Es könnte deine letzte Gelegenheit sein. Vielen Dank für deinen Einkauf. Oh, ausgezeichnete Wahl. Was ist das denn? So ein langer Lauf. Okay, den nehmen wir noch mit hier. Gerne. Noch etwas? Ja, ich muss ein bisschen was Krasses bauen hier. Pass auf. Ja, dann können wir nicht schneller. Okay, nehmen wir den auch noch mit hier. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen den. Moment bitte. Überlass das mir. Aha. Ja, da habe ich genug. Bitte, gib acht. Danke. So, kurz speichern hier. Und dann geht's rein in die gute Stube. Nachladen, alles was wir haben, nachladen. Alles nachladen, was wir haben. Aber da eins. Okay, los geht's. So laufen kann ich nicht. Hier nochmal reingehen und gucken, ob wir irgendwas finden hier. Das machen wir mal. Wir gehen nochmal links und rechts rein kurz. Wer weiß, ob wir nicht hier irgendwas haben, was wir brauchen könnten. Wahrscheinlich hier nicht, aber... Ah, schaut nicht so aus. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Irgendwie... Lasst mich in Ruhe. Ach so. Fehlt aber keine Dinge. Wie schade ist. Gut. So, wir laufen. Oh, Doppelschuss. Krass. Was, ey, cool, habe ich die denn erschossen gerade? Einfach weiter.
Eva, meine okay. wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva, bist du es? Ich habe dich so vermisst. Ich glaube, das ist meine Tochter. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Oh-oh. Ich bin noch nicht tot. Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Oh. Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Oh. Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Oh nein. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Okay. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, oh, kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Oh nein. Warum gibst du mich auf? Oh, der Hauptmann. Alter. Du bist ein wunderbarer Vater. Hoppla, war's das? Wie bitte? Wo dürfen wir wieder anfangen? Ich glaube, da wieder. Geht da hier noch irgendwas? Vergessen mit reinzunehmen? Nein. Oh. Wir überspringen die ganze Szene nochmal. Müssen wir nicht, ne? Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt. Ich und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für dich. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Versteht sie nicht, das ist dummes. Ich bring dir ewige Ruhe. Nein, du bist nicht. Du musst schon weglaufen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Oh, das war ihr Kopf. Oh, da kann man schützen. Oh, großer Megamyzet! Erhöre mein Gebet! Okay, das reicht nicht mehr. Quatsch. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Stirb, 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 stirb. Ah, komm schon. Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich.
Und jetzt heißt es abschließen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Halt still. Sie ist meine Tochter, du krankes Mistchen. Ah, ich bin doch gerade weggehüpft. Zur Hölle mit diesem Dorf. Ich brauche nur Rose. Oh, das war's. Kann ich gar nicht überleben. Kann ich nicht überleben, das war zu hardcore. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Müssen sie ein bisschen anders bewegen, weiß noch nicht wie. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich. Nein, komm, komm, geh mal. Ach komm. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich du nicht weißt, davon kommen. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind. Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Komm weg. Nein, das hat mich echt erwischt, ne? Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Na recht. Was soll ich denn? Oh, großer Megamyzet! Erhöre mein Gebet! Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir. Oh, komm schon. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es abschließen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Okay. Nur für diesen Tag. Tochter, du krankes Miststück. Das war's für dich. Jetzt stirb. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Oh, man kann auch nicht weglaufen, denn wenn man das hat hier irgendwie. Ah, wenn sie dich einmal erwischt, dann erwischt sie dich. Okay.
deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für ihn. Du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Oh nein. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Stirb und übergib dein elendes Leben dem Megamyzeten. Ich will nicht sterben. Ganz gerne. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werd ich! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Kannst du mich mal, blöde Kuh. Stirb, 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 stirb! Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich nicht. Wirklich? Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit den Megamyzeten Oh ja, das war dich dumm. Doch meine Tochter sich mir endlich zeigen. Oh Mann, ich muss hier hin. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Wie sieht denn das? Wirklich das? Lauf, 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 ach Mann. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Lauf doch mal hier, ey. Wenn du einmal drin hängst in der Tante. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Bist du wirklich keiner von uns? Na! Widerlich! Dieser Lebenswille! Für meine Tochter! Oh, das war's. Du wandelnde Leiche! Oh nein! Das ist dein Ende, Ethan Winters! Er gibt auch nicht auf, ne? Nur um wirklich sicher zu gehen. Alter Schwede, ist nervig. Meine Tochter! Meine Ehefrau! Da haben wir sie besiegt. Wir haben sie besiegt. Was los? Wie Phönix aus der Asche. Rose. Ganz in ihren Klamotten alles. Shh. Alles gut, Rose. Alles gut.
Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Upsi. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Oh, er hat die Bombe. Wiedersehen, Rosemary. Jetzt sind wir im Zünder, nicht die Bombe. Ethan. Ach, er ist einfach ein Held, oder? Tick, 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 boom. Rose! Los, los, bring uns hier raus! Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist! Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Sorry. Ist ein emotionaler Moment. Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Fortsetzung folgt, würde ich sagen.
War auf jeden Fall spannend. Ja, sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Jetzt warten wir natürlich noch auf Reverse, dass wir das mit Multiplayer-Ding spielen können. Hat sich aber gelohnt, das zu kaufen. Finde ich wirklich. Echt gut gelungen, das Spiel, muss man sagen. Ja, ich fand es wesentlich besser als den siebten Teil. Für mich jetzt so. Ich finde, das siebte Teil war wirklich so ein bisschen mehr so einfach nur auf Ekel gemacht. So gar nicht mal so horrormäßig, sondern eher so auf Ekel gemacht. Und der war jetzt so. Ist natürlich ganz anders als die Resident Evil Teile, die wir vorher mal gespielt haben. 1, 2, 3. Aber trotzdem versuchen sie es ja zu verknüpfen irgendwie, ne? Ich spreche erstmal kurz hier. So. Mal sehen, was passiert. Ob da noch irgendwann ein Abspann kommt. Ah, guck mal. Wer ist sie denn? Ach, das ist Rose. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht doch, wie ein Killerball an. Na, zu welchem Grab geht sie? Zur Mama oder die vom Papa? Ethan Winters, okay. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Na, sind wohl keine Schultests. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow, war nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Und jetzt kommt noch mal der Hand aus dem Grab von Ethan Winters. Hallo? Nein, natürlich nicht. Hält er an? Steigt er ein, da der Typ? Ne. Ja. Hier endet die Geschichte des Vaters. Schade. War schon ein cooler Held, der Typ. Ja, guck mal, 9 Stunden 28 haben wir gebraucht. Okay. Ein neues Spiel ist verfügbar. Er kann beim Start eines neuen Spiels betätigt werden. Folgendes wurde dem Bootsbefüge Boni Shop Konzeptart Modelle Herausforderung. Herausforderung Boni Shop. Folgendes wurde dem Boni Shop. Okay. Glückwunsch, Sie haben den Stormwater abgeschlossen und können jetzt im Boni Shop folgende Waffe erwerben. PCX. Sie haben mal folgende Herausforderung abgeschlossen. Oh, dafür auch noch Kohle. Natürlich gut. Speichern. Gut. Was gibt's jetzt hier? Ein Boni reingucken. Ah, guck mal, hier kann man ein bisschen was kaufen. Waffe, Karambit und Dragon, Handcannon. Ja, okay. Ja, der Wiederspielwert ist für mich jetzt nicht so hoch. Vielleicht renne ich nochmal die Bosse an.
Oder vielleicht versuchst du mal auf einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Gut, ja, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, Tschüssikowski.